Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allah stehend sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wenn du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zu Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir, unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, du brichst nie, was du versprochen hast. Da erhörte sie ihr Herr, ich lasse kein Werk eines Guten zu enden, wenn euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau, die einen von euch sind von den anderen, denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnsitten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten und tilgern und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durchteilt von Bächen, als Belohnung von Allah. Und Allah, bei ihm ist die schönste Belohnung. Lass dich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die unglaublich sind. Es ist nur ein geringer Genuss. Daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie schlimm ist die Lage statt. Aber für diejenigen, die ihren Herrn vorfürchten, sind Gärten, durchteilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen. Und unter des Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandet worden ist und was zu was ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütigst vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, gewiss Allah schnell im Abrechnen. O, die ihr glaubt, geduldet euch. Haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möge.